Tag. Neues Glück. Es regnet. Was ist da mit Glück? Neues Video. Ein neues Video. Scheiße. Ja. Irgendwann, das ist ein Mirakel oder so ein Horoskop. Ja. Nein, es regnet leider wirklich. Es fängt schon wieder an, ja. Und dabei hat er gesagt, am Nachmittag besser. Ja, wahrscheinlich nicht. Hat nicht geklappt. Wurscht. Wir sind trotzdem stolz. Wir sind jetzt seit 3 Tagen bikemäßig am Weg und haben es geschafft, alles ohne Auto zu machen. Stimmt. Also wir waren Freitag und gestern, also wir waren Freitag da im Wörgl, Witschenau. Wir waren gestern von Löpperspitz und dann ein bisschen so Richtung Innsbruck zu noch was gefahren und sind heute wieder in Wörgl und haben alles ohne Auto. Also immer angeradelt, recht brav. Das ist CO2-Bilanz sehr gut das Wochenende. Außer man hat so viel gepupst. Hm. Nein, stimmt nicht. Ich habe gestern noch so Fleisch gegessen. Mein Fleischkraft. Aber es war Mutter-Kuhhaltung, also es war wie Kurzfleisch von einem Bauern in der Nähe, aber trotzdem. Nein, passt schon. Schaut mal hier, ich habe mir neue Laufräder gegönnt. Das muss ich alles selber kaufen, also keine Panik. Aber ich habe bei den alten Spank, die original drauf waren, laufend Speichen verloren. Das war echt zum Kotzen. 10 Stück am Summe, glaube ich, haben wir geschossen. Ja, und das, obwohl ich lange nicht so viel gefahren bin wie die anderen beiden, wegen meinem Kleinen. Und dementsprechend versuche ich jetzt mal mein Glück mit diesen hier. Hey, die Elektromobilität hat uns jetzt gerade überholt. Das ist das Tolle am Forschen, du kannst saufen und Radl fahren. Stimmt. Die meisten sind aber Kackballon. E-Bike macht's möglich. Kannst du mal welche? Jawohl. Geh schon. Bis noch. Ah, da unten ist. Oh. Jetzt passt keine Luft. Wir haben gerade den Sack niedergespannt, also ungefähr, wie viel haben wir jetzt abgesehen? 15%. Aha, 95%. Wir haben das sogar für Busch Components, das Dropper Forecast ist, das habe ich von anderen Bike geholt, ist auch ganz praktisch, nur bei langen Hub und ich habe es auf dem Bike gezogen, euch mit Riemen, das geht auch immer. Dann? Pfeift, dreht mal auf. Jawohl. Viertelstunde sind wir um. Ah. 5 Meter. Oh Gott. Auf geht's. Man meint zwar, dass es eigentlich kalt wäre, dass man weg, aber ich schwitze da richtig. Es ist brutal warm. Also, krass. Die wilde Luft, was da geschaufelt hat, ja, die macht es ja richtig gut. Und es regnet. Und der Martin ist trotzdem recht motiviert. Ja. Nein, regnet ja nicht. Hut ab. Ja. Willi! Yeah! Dann schauen wir uns das mal ohne Ehrentrieb an. Yeah! Nein! Aus Arsch lecken. Zur Info, 2.2, das ist nicht die Version, das ist die Reifenbreite. Ja. Zuerst zwei Fragen, warum von mir 2-2-Reifen hinten, bei mir gerne bergauf treten. Uphill-orientiertes Fahren, daher spannen wir uns die Gabel nieder, sperren alles braunes Holzbrich, weil es nichts gibt, und daher 2-2er. Nein, sie waren günstig. Krass, wie schnell es den Schnee wegschlägt. Wir waren ja am Freitag um, jetzt ist Sonntag. Und da war das schon viel weniger geworden. Echt sau. Ich glaube, dass der Höhensteuer jetzt auch relativ gut gehen kann. Oder da oben sind wir. Es ist echt krass warm. Das ist wahr. Na Gott, dass wir noch gefahren sind. In der Früh hat es zwar geregnet, wir haben gar nicht duschen gemessen. Und jetzt super Wetter. War super Wetter, aber ich meine, für das, dass es bewölkt ist und so warm, muss man es ausnutzen, oder? Ja. Besser wie nur drin hocken, auf jeden Fall. Ja, aber wir irgendwo getan hätten eigentlich wohl Schrauben und so, aber so 1500 Höhenmeter genau. Das kennen wir jetzt ja wirklich schon zur Genüge. Heute gibt es keine Bergerklärung mehr. Aber eine Runde drehen wir, weil das Wetter ist ja doch auch immer ganz spannend. Und da oben, ihr seht es eh, der Schnee wird weniger und weniger. diesen kleinen Passagen bin ich mit dem besser drauf, weil da bin ich mit dem überall gerutscht und hier fliegt. Und das sind die gleichen Reifen. Und weil wir noch nicht genug hatten, geht es noch ein Stückchen den Eisstein hinauf, um genau zu sein, bis zum Hennersberg. Yeah! Geil! Wow. Was haben wir? Hennersberg. Hennersberg, genau. Das ist eine kleine Anhöhe in Wörgl. Und die nehmen wir ganz gern dazu, die sind so 150, 200 Höhenmeter. Ungefähr, dann hat man so einen 800 Höhenmeter, 850er Schnitt mit der Möselalm. Ist ein cooler Trail und ist jetzt sowieso schneefrei schon. Genau, Schwierigkeit. Ja, ist nicht so leicht. Ist nicht so leicht, einfach wenn man wieder nass ist und so. Und mit den Spitzkernen. Also. Die Spitzkernen, ja. Ist aber ganz geil, dass wir das haben da, weil da haben wir echt so einen Tag, wo wir so relativ wenig Höhenmeter haben und viel drin. Also ein bisschen Ballern, ein bisschen Technik, Spitzkern, Schnee haben wir drin gehabt. Und ja, und dann geht es eigentlich direkt zum Café. Das ist das Wichtigste. Wenn man dick wird an einem Biketag. Ja, die können an einem Biketag, ja. Ohne E-Bike. Was neu ist da in der Gegend ist ganz cool, da sind relativ viele simple Trails bergauf, so S1, S0-Geschichten und die kann mit dem E-Bike einen Uphill relativ cool fahren. Ja, voll. Und da macht das total Fun, also da haben wir so eine Strecke mit 15 Höhenmeter und das ist echt Wahnsinn. Also wir fahren nur Trails bergauf und Trails bergab und das kannst du den ganzen Tag dann oft fragen, warum wir da wegfahren. Das hat sich echt super auskristallisiert. Wegen der Pizza. Wegen der Pizza, das stimmt, ja. Und genau. Im günstigen Wein. Und da ein Autobahnauto. Genau, das geben wir uns auch alles. Das gehört alles dazu. Man muss auch die negativen Seiten sehen. Jetzt wisst ihr, wie lange die machen. Yes. Weiß ich nicht. So, auf Kameraschwenk. Jetzt geht's dann auf die GoPro. Aber erst zeigen wir euch noch eine Runde, wo wir jetzt tatsächlich umgehen. nämlich quasi links von Wörgl, das ist unterm Eisstein. Und das da ist der Gasthof Hennersberg. Genau. Unten nicht falsch abbiegen. Bald sind unsere Strecken nachgefahren, da lässt es auf der Sprungschanze für die Wörgler Flughunde. Macht zwar einen 30-Meter-Satz, aber ich sag's noch. Die gerade Rampe eigentlich hier runter, gell? Das checkt man im Sommer gar nicht, weil es so eingewachsen ist. Den halten sie gar nicht. Ja, also den können wir schon. Ja. Hey, das ist das Beste. So, Ente gut, alles gut. Jetzt sind wir wieder alle drei zusammen. Die Vicky hat heute nämlich mal ausgesetzt und Indoor trainiert. Und jetzt geht's, wie schon erwähnt, zum Suez. Die Vicky ist wieder heiß. Jetzt schon fast packst du mit zum. So, der Grund, warum die Vicky ja das mitgefahren ist, weil der die Äpfel verrauen ist. Neben als Äpfel versteckt, ein Aufblick, wo ja Bombe geöffnet wird. Ja, vom Horror ist so für Äpfel. Also komplett in der ganzen Welt. Keine Ahnung wieso. Da waren aber der ganze Sack Äpfel, seht ihr 4 Sekunden, das ist interessant für uns geworden. Keine Ostereier, sondern Äpfel. Ja. Ist nachhaltiger. Ja. Aber jetzt lassen wir ihn gut gehen. War lange Tour, lassen ihn auch gut gehen, war ein langes Video. Genießt es, macht's auf Nackst und bis bald. Ciao. Ciao. Nichts zu vergessen, er hat den Apfel als Jausen nämlich vergessen. Ja, das war's geil. Ich hab keinen Apfel mitgehabt. Ja, das ist geil. Was er gesagt hat, so, hier wird jetzt noch geschraubt. Nach dem Ruhetz ist vor der Arbeit. Ja, vielleicht gehen wir noch mal. Genau. Vicky Radl wird adaptiert und wir on one. Modifizieren das Lumen, jetzt haben wir dann die ganze Kugel, das Sichtnebenlicht und das ganze Zeug. So ein bisschen noch Baukasten, wäre da alles, gell? Ja. Soll da alles werden, genau. Und der Radlmaschen neu aufgezogen. Das schaut schon mal cool aus. Ja, und neue Filme haben wir. Genau, neue Filme, gut. Ja. So geht's immer auf. Also, ihr seht, wir lieben unsere Hardtails auch noch. Das ist heute 26, genau. Wo kennen das noch, wo die Fotos? Ja. Mit laut. Das ist die Hop 2 immer noch. Die ist richtig laut. Die sind jetzt glaube ich die lauteste aus dem Hof, ne? Ja, ich glaube auch. Die war ein bisschen entfestet. Das ist Die ist richtig laut, ja. So, jetzt aber wirklich. Jetzt geht es bei mir zum Videoschneiden, die beiden Schrauben und dann schauen wir, wo es uns das nächste Mal hin verschlagt. Bleibt dran. Für euch. Ciao. Schaut mal, wer mich hier gleich begrüßt. Wie süß. Hallo Rockstar. Hallo Rockstar. Hm?